Willkommen, meine lieben Freunde, zu meiner vierten Aufnahme von Civ 6. Wie schon gesagt, ich spiele das mehr oder weniger vollkommen planlos. Jetzt einmal. Wie schon gesagt, ich spiele relativ planlos. ich habe da gerade einen Barbarenspeer entdeckt, der bei Korinth rumhängt. Das heißt, wir werden da mit unseren Kriegern nach oben gehen und schauen, ob wir da oben noch irgendwelche Lager ausheben können. Na gut, machen wir da mal weiter. Ägypten ist von der Antike zur Klassik fortgeschritten. Na, schau was an. Das ist aber nett, dass du das machst. Dass du daher kommst. So, wir haben Stärke 24, du 10. Na, das sollte ja wohl passen, dass wir da halbwegs sinnvoll angreifen. Sag ich's nicht. Ein Siedler, ein Siedler. Für unsere dritte Stadt. Wo bauen wir denn hin? Da haben wir gesagt, wäre schön. Warte mal. Zuerst. Verdammt, das ist zu nah bei der nächsten Stadt. Das ist ärgerlich. Ja, fahr mal daher. So, erhol dich mal. Und dann gehen wir da oben auf die Suche nach irgendwelchen Bösewichten. So, dann haben wir gesagt, da bauen wir noch einmal einen Handwerker schnell hin. Wir sollten doch relativ bald den Handwerker nachschicken, vor allem mit dem Schiffsbau, der gleich fertig ist, können wir dann mit dem wir hätten den Siedler vielleicht gar nicht so schicken sollen. Nächste Runde mal Schiffsbau, vielleicht schauen wir mal, ob der Siedler anders übers Wasser schneller hinkommt. Was hat der gebaut? Laozee. Schau was an. Ach ja, warte mal. Große Persönlichkeiten. Das wollte ich mir auch mal anschauen. Was der Teufel können wir bauen? Ich kann mir keine Bedingungen vorstellen, aufgrund derer ein Schiff sinken sollte. Moderner Schiffsbau weiß das mittlerweile zu verhindern. Captain E.G. Simi von der RMS Titanic, nicht schlecht. So in etwa soll er das tatsächlich gesagt haben. So, großer Prophet, wie viele Punkte brauchen wir denn? Wir haben 22 von 60. Johannes der Täufer, das heißt, wir sind derzeit die Ersten, die da drankommen. Finde ich gut. Hier natürlich. Apropos. Ha! Er hat sich geändert. Ach, jetzt habe ich den auf Pause gestellt.
Was mache ich mit dir? Entweder fahre ich mit dir auch da runter. Ah, wieso nicht? Fahren wir da gleich her. Und den zweiten werden wir dann da nutzen, um dieses Zeug da zu verwenden. Ja, wieso nicht? So, Straßen verbessert. Okay, unsere Straßen sind verbessert worden. Aha, wir haben neue Quests gekriegt. Hattusha will, dass wir neue Jäger für Reiterei machen. Und Kabul will eine Eingebung für Spiele und Erholung. Hm. Schauen wir mal. Spiele und Erholung, wo ist denn das? Da. Erforschte Technologie Bauwesen. Na gut, das sollte gehen. Das ist etwas, das müssen wir so oder so machen. Und du, was brauchst du für ein Heureka für Reiterei? War das Reiterei? Das wäre eine Weide. Für Bauwesen wäre eine Wassermühle. Hm. So. Schauen wir mal. Was willst du? Reiterei. Das heißt, wir müssten eine Weide bauen. Ach Gott. Wie soll man das machen? Wir haben hier keine Weideviecher. Nirgends. Hm. Ja, da drüben hätten wir. Da will ich sowieso noch eine Stadt hinbauen, so schnell als möglich. Da ist überhaupt perfekt. Da haben wir zwar Kupfer, da haben wir Berge. Schon. Na gut, soll sein. So, was machen wir als nächstes? Astrologie wäre natürlich interessant, weil wir dann astronomische Navigation machen könnten, die wir nicht brauchen. Währung wäre interessant, dann könnten wir nämlich ein Handelszentrum bauen. Ist auf jeden Fall interessant, denken. Steinbruch machen wir noch nicht, aber das Rad. Da können wir nämlich eine Wassermühle bauen und die Wassermühle brauchen wir für das Bauwesen. So, was machen wir jetzt hier? Hier könnten wir tatsächlich... Nein, kein Campus, kein Lager. Die will ich eigentlich noch nicht bauen. Wir könnten ein Monument bauen. Was könnten wir noch machen? Ein Kornspeicher. Hm. Das ist jetzt nicht so attraktiv. Hm, ein Orakel. Ein Koloss. Plus ein Handelsweg. Was brauchen wir denn für den Koloss? Muss einen Hafen im Besitz dieser Stadt angrenzen. Das heißt, wir bräuchten einen Hafenbezirk. Puh. Ja, rein theoretisch könnte man da unten natürlich schon Hafenbezirke hinsetzen. Das hat schon so seine Vorteile. Die sitzen nämlich im Wasser. Seit ich das gesehen habe. Hm. Wir könnten aber natürlich einfach noch einen Siedler bauen und gleich da drüber hinbauen. Oder ein Monument. Bauen wir mal ein Monument. Mhm. Und danach bauen wir einen Siedler. Oder Truppen, wäre auch nicht schlecht eigentlich. Wir müssten uns langsam auch wieder um Truppen kümmern. Ich fürchte, ich bin da immer ein bisschen nachlässig. Hey, wir kriegen zwei Pferde. Hm.
Platsch, Platsch. Irgendwie mögen mich die alle dann noch. Ich weiß zwar nicht genau warum, aber... Ich weiß auch nicht genau, was ich tue in dem Spiel. Aber das hätten wir ja schon geklärt gehabt, dass ich das nicht weiß. Siedlung Kume hinzugefügt. Wo haben sie die hinbaut? Nicht auf dieser Seite der Welt. Und wahrscheinlich ein Schiff auf die andere Seite vom Mittelmeer geschickt. Mhm. So, wir haben gesagt, wir schauen da mal in den Norden und schauen, was da oben gibt noch. Jetzt ein Pantheon, Wüstenfolklore. Hier hat ein wichtiges. Rom hat ein was? Was auch immer. Rom macht auf jeden Fall. Gut, dann haben wir hier. Das können wir von Dings bauen. Von Hügel bauen. Plus 1 Kultur, plus 1 Glauben. Das Patronat großer Persönlichkeiten kostet 25% weniger Glauben. Wir werden da nicht viele Bezirke bauen in Athen, weil Athen liegt echt mies. Mich gerade. Da kann man auch nicht bauen. Oh, da könnten wir ihn bauen. Auch da bringt er keine Boni. Campus, vielleicht doch das Orakel. Da könnten wir das Orakel hier bauen. Das wäre natürlich interessant. Jo. So, in einem anderen Let's Play habe ich gesehen, der baut diese Sachen schneller, indem er Wälder abholzt. Vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir dann ewig da noch was irgendwas hinbauen wollen. Ich hätte definitiv vor eine Dusche, wenn ich ihnen da auch noch was hinbaue. Manchmal dreht sich das Rad langsam, aber es dreht sich. Na, immerhin dreht sich's. Wassermühle, ach, das wäre das Bessere gewesen, dort oben zu bauen.
So, na dann bauen wir da mal eine Sitzung hier. Unsere dritte. Hurra. Dann kaufen wir gleich ein Geländefeld und zwar dieses hier. Heureka für dies geschafft und Karthago mag uns mehr. Ah, jetzt. Seine Zivilisation beeinflussen wir und Kleopatra. So wie wir ihn jetzt haben. Macht er plus 2 Produktion in der Hauptstadt beim Bau von Einheiten. Na gut. Das heißt, in der Hauptstadt können wir auch Einheiten wieder bauen. Aber warte mal, schauen wir uns vielleicht noch mehr die Stadtstaaten an. Was können die? Naja, das war Bau von Einheiten. Der bringt Wissenschaft im Campus und in der Hauptstadt. Vielleicht sollte man dann wirklich Campi bauen, auch wenn sie nicht so perfekt sind. Entschuldigung. Der macht einen der macht plus 2 Produktion beim Bau von Einheiten. Ah, okay. Wir sollten Einheiten in der Hauptstadt bauen, nicht Weltwunder. Vielleicht, hey, warte mal. Wir haben eh so viel Geld. Vielleicht sollten wir Einheiten mit dem Geld kaufen. Handwerker zum Beispiel. Das ist gut. So, Forschung. Was machen wir als nächstes mit der Forschung? Jetzt können wir Steinmetzkunst machen. Wenn wir schon da sind, dann können wir den Stadtmauer noch gleich bauen. Eine Wassermühle, die ist gar nicht schlecht. Die wollen wir haben hier. So, irgendwie, ich sehe hier überhaupt nicht, was dieses Team produziert. Ach, das ist so ein Käse. Kann ich das irgendwie ausblenden? Das macht mich ganz narrisch. So. Gut, na dann. Genau, wir haben ja Schiffsbau. Das heißt, wir können schon übers Wasser fahren. Schauen wir uns mal die Gegend da drüben noch an. Zwei Raucher kommt nirgends hin. Schauen wir mal, wie das Karthago jetzt durch ist. So, das passt zu diesem Speer. Schauen wir uns mal an, was es da in Skandinavien alles gibt. So, Handwerker, was machen wir mit dir? Du könntest abholzen. 45 Produktion. Tatsache, das macht das wirklich viel schneller. Und so haben einiges. Holst du nachher den zweiten Wald auch noch ab? Damit wir das Orakel kriegen. Ich frage mich gerade, ob wir den Wald auch wieder aufforsten können, über kurz oder lang.
Euer Volk lässt sich zu nah nieder. Ihr solltet woanders nach Land suchen. Tja, na gut, ich suche woanders nach Land, aber ich weiß nicht genau wo. Da ist nämlich jeder nah beieinander. Ich wette, es gibt die Azteken als einzige in Amerika, die breiten sich so weit aus und wenn wir sie treffen, sind sie so stark, dass keiner sie jemals besiegen kann. Da gibt es Krabben. Ich breite mich weiter in deine Richtung aus, Freundchen. Schon allein deswegen, weil wir einen Bonus durch all diese Ressourcen kriegen. So, da haben wir einen Handwerker, den wir auf das Reisfeld schicken. Und dann überlege ich mir, ob ich für Argos entweder, dann kaufe ich darüber und ich baue den Fisch, also die Fischressource ab, oder baue ich darüber und baue das ab. Fragen über Fragen. Das kostet 75, 2 Runden bis zur Ausdehnung. Na gut, das heißt, das brauchen wir nicht machen. So, und noch. Diese Kalibre wartet. Der geht da rüber. Das bringt uns ein bisschen Geld. Wenn wir es besiegen. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ihr habt so wenige Truppen. Lebt ihr nicht in ständiger Angst? Jo, schon. Aber sicher nicht vor euch. Ich meine, du bist Delhi. Du bist Gandhi. Sollte Gandhi nicht für dich sein? Luxus, wie zum Beispiel Klimaanlagen, ließ das Römische Reich untergehen. Durch die Klimatisierung blieben die Fenster geschlossen und so konnten sie nicht hören, wie die Barbaren sich näherten. So, gut, den Propheten, den lassen wir mal da unten. Aber ich glaube, die Handwerker werden wir jetzt rausnehmen. Oh, wir könnten schneller Siedler produzieren. Was haben wir dann noch? 50% Produktion für Nah- und Fernkampfeinheiten der Antike und Klassik. Das könnten wir eigentlich auch bald nehmen. Und sowas produzieren. Okay, also die Handwerker gehen wir da auf jeden Fall raus. Was nehmen wir rein? Die plus 1 Produktion. Oh, minus 20% für Geländefeldkauf. Auch nicht schlecht. Machen wir schnellere Produktion. Ah, warte mal, habe ich das jetzt geändert? Ich glaube nicht. Nein, habe ich nicht. Ach Gott, ich bin so dumm. Was wollten wir machen? Plus 1 Produktion. Politik bestätigen. So, Staatsdienematum, ein Spezialbezirk bräuchten wir da. Schaffen wir das in 9 Runden? Machen wir mal. Und wenn wir bei der Hälfte sind, können wir ja aufhören damit eigentlich. Ich glaube nicht, dass wir so bald ein Staatsdienst Spezialbezirk haben. Du holst das ab.
Was? Wieso sind wir jetzt? Wieso brauchen wir noch immer 21 Runden? Das muss doch schneller gegangen sein. Verdammt nochmal. Was? Nein, vergiss es. Wir wollen Karthago nicht den Krieg erklären. Ich weiß nicht mal, wie ich das machen soll. Mit dem Krieg führen, meine ich. Gut, da bauen wir das aus. Du schlafst mal eine Runde aus. Bevor wir da rüber gehen. Mhm, du baust den Reis ab. Würdest mir das abkaufen? Gemeinsamer Krieg gegen Kleopatra? Sag mal, spinnst du? Ich will keinen Krieg gegen die Kleopatra führen. Na, kann mich gern. Vorschlag ablehnen. Du musst ja gut reden, du kannst ja gegen die Krieg führen, du bist ja nicht neben mir. Sehr gut, bei uns kann keiner mehr durch. Oh, so schön. Geheißen, in zwei Runden ist das fertig. Achso, nein, in zwei Runden kann ich es kaufen. Wollen wir das kaufen? Nein, wir wollen ja nichts kaufen. So wichtig ist das nicht. Wir werden da drüben ein paar Fischressourcen verbessern. Für Athen. Warte mal, die Eisenressource habe ich ja noch gar nicht abgebaut. So, was ist da hier? Oh. Ich weiß, warum wir nicht mehr so schnell produzieren. Ich bin so ein Idiot. Ich baue zwar, ich habe zwar den Wald abgebaut, aber die Produktion ist natürlich viel langsamer jetzt. Eure Hoheit, wir haben größeres Wissen bezüglich des Baus von statischen Befestigungen erlangt. Wenn Kriegsgetös Denkmale niederrennt, im Aufruhrsturm die stärksten Mauern beben. Okay. Wir haben ein Lager entdeckt. Wäre schön, wenn wir uns irgendwie angreifen könnten. So, zurück nach Athen. Da haben wir jetzt das Problem. Achso, nein, nicht das, das wollte ich. Verstehe. Wir können hier
Das ist echt mühsam. Das kann man sich hier irgendwie ausblenden. Kartenoption. Ressourcensymbole, geht's mal weg. Gitteranzeige. Kontinente, bla 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 bla. Wir könnten ihm natürlich sagen, dass er hauptsächlich produzieren soll. Ha, so könnte man das machen, das ist gut. Er hat eine strategische Ressource, aber. Achso. Abbauen muss man schon auch, oder? Hm. So, dann bauen wir da. Haben gelernt, sich am Nachthimmel zu orientieren. Okay. Was haben wir jetzt freigeschalten? Wie haben wir das freigeschalten? Bist du irre? Wo kommen denn diese Leute alle her? Hm. Sollen wir auf die andere Seite des Flusses gehen und hoffen, uns nicht erreichen, oder daher? Gehen wir daher. Ja, ja, okay, Navigation. Können wir uns gleich anschauen. Zwei Meeresressourcen. Ah, okay. Ermöglicht Händlern das Wassern und ermöglicht das Züchten von Fisch und Krabben. Was auch immer Züchten von Fisch und Krabben macht. Vielleicht sollten wir Astrologie langsam erforschen. Sind nur noch vier Runden. Wassermühle vielleicht ganz gut in deiner Stadt. So, mit dem Ausbau dieser strategischen Ressource. Ah, da kann man raus. Das heißt, wir können das wirklich angreifen. Finde ich gut. So, das warst mal du. Rechnung rein bedeutet. Finde ich gut. So. Rohstoffe jetzt aus unterschiedlichen Minen kommen, ist es unabdingbar, dass neue Handwerker ausgebildet werden. Okay. Ist das? So, was haben wir jetzt freigeschalten?
Ausbildung? Was ist Ausbildung? Gibt's das? Ja, tatsächlich. Das macht ein Industriegebiet möglich. Wow. Nicht schlecht. Aber bis wir dort sind, dauert es noch lange. Wir sind noch nicht einmal da durch. Noch nicht einmal Astrologie. Geschweige denn, ja. Hast du noch eine Quest? Nein. Gehst du denn am nächsten? Einflusspunkte. Vielleicht können wir auch die Einflusspunkte erhöhen. Ha. Das finde ich gut. Das heißt, wir können da drüben nämlich jetzt spawnen. Um zu zeigen, dass wir es auch wirklich nicht ernst meinen. So, warte mal, du willst Eisen für 30 Runden und du willst einen Krieg gegen Kleopatra. Vergiss es. Was hältst du davon, wenn wir den Krieg gegen Kleopatra raustun? Ich will kein Ziel auswählen, ich will es wegtun. Ah, so. Was hältst du von sowas? Und dafür machen wir da 5. Ah, du kannst nur 4 machen. Was, wenn ich da auf 40 gehe? Nimmst du es noch immer an? Was, wenn wir auf 50 gehen? Nimmst du es auch noch an? Was, wenn wir hier auf 80 gehen? Ah, du hast nur 79. Du bist auf offene Grenzen von mir. Was, wenn wir hier noch offene Grenzen dazugeben? Dann nimmst du es auch noch an. Hm, Eisen dürfte wertvoll sein. Na gut, machen wir. So, Paris wollte den Wein haben. Dann werden wir das doch dann gleich versuchen. Das Schiff. Ich wollte, ach Gott, ich wollte den Bauarbeiter da rüberbringen. Ach Gott, das ist so dumm. Ich weiß nicht, was gerade los ist. Mhm, okay. Ich glaube, du stehst ja jetzt mal rum und tust so, als würdest du heilen. Vielleicht überlebst du das dann sogar. Also ich glaube, das Coolste, wenn ihr von da unten angreift. Angreifen da im Wald. Am besten durch den Fluss durch.
Frankreich hat Bordeaux gegründet. Ah, das taugt noch nicht. Bogenschützen sind doof. Zugeben. Ein Arzt ohne Kenntnisse der Astrologie hat nicht das Recht, sich Arzt zu nennen. Na, schau dir was an. Immerhin können wir es jetzt. Wir verlieren da diesen Kampf. Schau dir was an. Der hat uns offenes Geleit gegeben. So, apropos offenes Geleit. Ah, die hat da Bordeaux gegründet. Hey, du Wahnsinnige. Spinnst du? Du machst jetzt das, was du mir verboten hast. Abkommen aushandeln, diskutieren, Abkommen aushandeln. Du hättest doch gern sowas, gell? Wie viel Geld hast denn du für mich? So, 50. Ist noch zu viel, na gut. 30, was sagst du dazu? Ah, das ist okay. Na gut, versuchen wir mal mit 40. Damit wird das noch schneller, hoffe ich. Und wir machen eine Forschung. So, jetzt haben wir da alles. Wir können da weitergehen. Währung schon allein deswegen, wenn ich dieses Handelszentrum gerne bauen würde. Ich bin ein großer Fan von Dings. Schauen wir mal, was können wir denn kaufen. Wir könnten einen Kornspeicher kaufen. Oder ein Monument. Ja, beides irgendwie nicht ganz blöd. Plus zwei Kultur wäre schon mal ganz gut. Wenn diese Sachen dann etwas schneller werden. Apropos, warte mal. Machen wir das als nächstes. Obwohl ich fürchte ja fast, dass wir diesen Bezirk so lang, so lahm, wie wir das bauen, nicht so bald fertig kriegen. Jetzt wäre eigentlich ein Angriff gut, aber das Problem ist, wenn wir das machen. Etwas Glück kommt der Typ näher. Der Nahkämpfer. Es geht natürlich beide so nach. War abzusehen. So, bleibst stehen.
dem. Ist da hier. Jetzt schauen wir mal, wer nachkommt. Oh, verdammt. Ich glaube, der kann auf mich schießen. Sag tschüss. Keulenträger. Warum spiele ich da jetzt eigentlich schon? Verdammt, ich sehe diese Blume nicht. Oh, echt schon lang. Na gut, dann hören wir für heute wieder auf. Wir haben doch einiges gesehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes.